Ich glaube nicht, dass du verstehst, wie mies die Zustände auf europäischen Fähren sind. Anscheinend ist eine Fahrt mit 40 Jahren Frauenknast zu vergleichen. Das behauptet man zumindest. Ich glaube das nicht. Meine Freundin und ich gehen auf so eine Fähre. Und das wird bestimmt richtig schön. Sonja und ich sind einen Monat mit unserem Mikrocamper unterwegs und um die Fähre nach Griechenland zu nehmen, geht's zuerst nach Venedig zum Hafen. Auf der Fahrt fragen wir uns, wieso wir dieses Risiko überhaupt eingehen. Wir haben es doch so schön hier in der Schweiz. Und dann kommen wir in den Stau, wo wir mit der Kamera bei unschuldigen Leuten paranoide Schübe auslösen. Nach 3 Stunden rumstehen kamen wir am Hafen an, kauften Tickets und warteten für weitere 4 Stunden. Die Spannung fing jedoch an zu steigen, denn wir schauten nochmal bei den Google-Rezessionen der Fähre rein. Das Schiff ist alt und es wirkt alt. Offene Außenbereiche zum Teil mit Hundekot kontaminiert. Übrigens, das Schiff war schon einmal ausgemustert. Da hat Annek wohl ein Schnäppchen erworben. Nach Möglichkeiten Hände weg von dem Schiff. Oh Gott, ein ausgemustertes Schiff? Alle diese Menschen. Ahnungslos, was sie erwartet. Können die Umstände echt so schlimm sein? Wir haben die Fahrt ohne Bett gebucht und haben keine Ahnung, wie wir uns das vorstellen sollen. Auf der Webseite von Arne Kleins sind jedenfalls solche Sitze zu sehen, das wäre ja gar nicht mal so übel. Doch irgendwas muss ja an den Rezessionen dran sein. Dann ging es los. The mayor for the first time. Since years. Since years. Der bewaffnete Schaffner schielte uns tief in die Augen und ließ uns an Deck. Wir packten in der Tiefgarage des Autos und man sagte uns, man dürfte danach während der ganzen Fahrt nicht mehr ins Auto. Wieso, wissen wir nicht. So, auf jeden Fall keine Kreuzfahrtstimmung hier. In der Tiefgarage wird rumgeschrien, was das Zeug hält. Leute müssen rückwärts hier runter. Auf den ersten Blick schien das Schiff keine Bedrohung darzustellen, doch dann kam der Moment, in dem wir realisierten, dass wir die nächsten 30 Stunden nicht auf irgendwelchen Sitzen verbringen werden, sondern auf dem Boden. Ohne Matratze. Machen wir nochmal das Auto. Bevor ich versuchte, nochmal ins Auto zu schleichen, machten wir uns auf die Suche nach einem freien, hundekotfreien Plätzchen. Es gab da so eine Art Lounge, die im Grunde genommen nicht übel war, nur durften all die Leute ohne Auto schon vor uns aufs Schiff und haben sich da total breit gemacht. Haben da die Leute auch schon Matratzen am Boden da und ihre Lounges eingerichtet und so? Ich habe mal draußen geschaut, wie es draußen ist, und sonst pennen wir halt draußen. Ja. Ich hätte naja, und draußen herrschte Anarchie. Wildcampen war angesagt. Aber easy look, dann kann man sich ja einfach einrichten. Während Sonja einen Spot für uns suchte, machte ich mich nochmal auf die Mission in die verbotene Tiefgarage. Ich versuche gerade nochmal ein paar Decken zu holen, aber ich habe keine Ahnung, in welchem Stock wir geparkt haben. Ich habe es gefunden, wir sind total zugeparkt. Jetzt bin ich 7 Stockwerke runtergelaufen. Es ist 50 Grad hier, um zu merken, dass wir die Schlüssel für die Dachbox nicht hier haben. Sonja, wenn die bei dir in der Tasche sind. Du hast Schlüssel für die Dachbox? Nein. Wo sind die? Die Seite. Wo? Also anscheinend war ich es, der den Schlüssel irgendwo hingetan hat. Ich gehe jetzt nochmal nachschauen. Oh, die Stange. Okay, ich werde hier mal nicht verrecken. Ja, die sind da. Die Fahrt nach Italien, der Stau und das lange Warten in der Hitze hat ganz schön an den Nerven gezerrt. Der Gedanke, 30 Stunden in dieser verschmierten Ecke zu sitzen und nichts zu tun, hörte sich auf einmal gar nicht so übel an. Wenn man die richtigen Erwartungen hegt, ist so ein Aufenthalt auf einem Schiff echt Knorke.
Der nächste Morgen hatte seinen ganz eigenen Charme. Über den Tag haben wir dann Schiffe versenken gespielt. Sonja hat ihren Pulli nach etlichen Stunden fast fertig gehäkelt und ihn dann verloren. Und ich habe einige dieser Aufnahmen, die du hier siehst, bereits zusammengeschnitten. Dann wurden wir aufgefordert, uns langsam bereit zu machen, uns mit allen gleichzeitig ins Treppenhaus zu zwängen und nochmals circa eine Stunde in der schön aufgeheizten Tiefgarage zu warten. Doch dann war es soweit. Wir haben die Fähre überlebt und unser Dasein als Vollzeitreisende geht somit in die erste Runde. Wir sind in Griechenland, Junge! Und jetzt fahren wir auf. Ja. Tendenziell in die Richtung, ja. Ach ja, unser Kanal geht ab jetzt auf Englisch weiter. Solltest du kein Englisch können, haben wir in der Videobeschreibung ein Wörterbuch verlinkt. Nein, Spaß. Ich hoffe, dass du mit dabei bleibst. Und Leute, danke für die 500 Abos.